Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar hier mit Sergej Wolf. Ich freue mich sehr, dass er heute Abend mit uns die Veranstaltung macht und für uns die Zeit gefunden hat und bringt heute das Thema mit professionelles Arbeiten im Daytrading. Sergej gehört ja mit zum Team von Traders Talk, mit denen wir ja auch hier regelmäßig die Webinare auch dienstags machen. Und ja, ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute live dabei sind und sich da auch für das Thema interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße im Namen von FXFED. Bevor ich den Bildschirm übergebe, schauen wir wie immer auf den Risikohinweis. Denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Das ist wirklich ganz wichtig. Bitte auf gar keinen Fall diese Veranstaltung als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Am Ende können Sie natürlich sehr gerne die Informationen mitnehmen, aber Sie entscheiden bzw. treffen Ihre eigene Entscheidung. Ja, sehr gut. Für alle, die neu dabei sind, rechts in dem GoToWebinar-Channel haben Sie die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen. Und das ist sehr willkommen, denn ein bisschen hier Aktionismus im Chat macht natürlich für den Referenten auch ein bisschen mehr Spaß. Ja, und darüber hinaus, wenn Sie Fragen zu FXFED haben, dann können Sie natürlich die auch im Chat stellen. Ich werde sie versuchen zu beantworten. Sehr gut, dann übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Ich bin wie immer im Hintergrund, wenn da irgendwas sein sollte, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Also, Bildschirmübertragung läuft, wunderbar. Also, auch ein herzlich willkommen von meiner Seite aus. Ja. Schön, dass ihr da seid. Wie immer schon mal voraus, ja, abends ist nicht meine Zeit, das heißt, kann sein, dass mir das eine oder andere irgendwo entwischt, irgendwas, aber ich versuche mich zu konzentrieren, zu fokussieren, ja, der Tag ist lang, wenn man morgens früh aufsteht und alles hinter sich versucht zu bringen, deswegen, aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin, ja. Also für diejenigen, die mich nicht kennen, ja, ich bin der Sergej von Traders Talk, wie Nelson bereits gesagt hat. Ab 2017 meine Eurex-Derivate-Händlung, Händler, mein Zertifikat gemacht damals und habe das Glück gehabt, dass ich im Grunde genommen sofort in das an das Büro gekommen bin, quasi von Traders Talk, ja, wo Wango mich aufgenommen hat. Gut, und das ist seitdem so irgendwie mein Handelsweg mit allen Strapazen, die dazugehören, ja, das heißt, im Grunde genommen bin ich auch nicht ins Büro reingekommen und bin von 0 auf 100 sofort gekommen und konnte alles handeln. Klar, ich hatte davor relativ, möchte ich sagen, intensive Ausbildung genossen gehabt. Nichtsdestotrotz, ja, sobald man da irgendwie in so einem professionellen Handel landet, ist das alles so ein bisschen anders. Inwiefern anders? Gut, andere Zahlen, andere Kontrakte auf einmal. Ich kannte nur den DAX bis dahin. Auf einmal erzählt man mir irgendwas von Eurostocks, Boom, Bobble, Schatz und irgendwelchen Buchsels und wie auch immer. Ja, das heißt, man muss da erstmal versuchen, einen gewissen Durchblick sich zu verschaffen. Ja, und seitdem ja, kämpfe ich da im Grunde genommen jeden Tag und ja, wir versuchen alle zu überleben, ja. Ich glaube, wie das Thema schon so sagt, professionelles Handeln, ja, also ich will jetzt nicht sagen, ja, inwiefern professionelles Handeln, ja, also was ist dieses professionelle Handeln, ja, das hört sich immer so an, als würden wir irgendwas anders machen als die anderen, ja, das ist aber nicht der Fall, ja, das ist im Grunde genommen das auch ein Augenöffner, wo ich ins Büro gekommen bin und angefangen habe, mich mit unserem Team auszutauschen und zu schauen, was die machen. Und da waren bei uns verschiedene Typen, ja, das heißt also verschiedene Händler von Scalping über Swing Trading Positionen, also Positionshandel und der eine hat gespreadet, der Wally Schött von der Deutschen Bank damals und das waren alles
verschiedene Leute, ja. Und der eine saß da, wenn nichts los war, hat irgendwas, ich weiß nicht, wie das hieß, da World of Warcraft oder sowas, irgendwelche Spiele gezockt, wenn am Markt nichts los ist. Also ich war so ein bisschen geschockt, dass die Jungs nicht so, sag mal, nicht das gemacht haben, was ich erwartet habe. Ja, das heißt, ich habe gedacht, dass die da sitzen und 100% fokussiert nur am Klicken sind von morgens bis abends. Ich wurde des Besseren belehrt. Ja, das heißt im Grunde genommen, es wird dann gearbeitet, wenn der Markt was los ist. Es wird dann gearbeitet, wenn die Setups greifen. Das heißt also, wenn tatsächlich alles passt und man vorwärts kommt. Und wenn nichts los ist, ist nichts los. Ja, und dann trinkt man gemütlich seinen Kaffee, hält Smalltalk. Ja, und irgendeiner wird schon irgendwas schreien, dass irgendwo was los ist. Dann sind alle wieder auf ihren Plätzen. Ja, und für mich war ganz wichtig, einfach zu sehen, dass die haben kein, ja, so aller Filme irgendwas Insider-Wissen und sehen den Markt etwas, was den anderen nicht, wo die anderen keinen Zugang haben und was weiß ich was. Das war demnach nicht so. Ja, sondern ich habe mir das Ganze angeguckt, habe gesagt, okay, cool. Du machst im Grunde genommen das Gleiche und teilweise sogar wahrscheinlich besser. Ja, inwiefern besser? Ja, ein bisschen jünger als der Rest des Teams und kannte schon so die, sagen wir, die ein oder andere Variante, wie man etwas schneller machen könnte oder verbessern könnte. Ja, deswegen. Aber für mich war wichtig einfach zu sehen, dass wir alle mit dem gleichen Wasser kochen. Ja, das heißt auch so. Der ein oder andere Bekannte bei mir aus dem Retailhandel, den ich privat kenne, ja, wo ich sagte, Junge, du machst ja nichts anderes als wir. Ja. Ich glaube, der einzige Unterschied, der tatsächlich dann mir mit der Zeit bewusst wurde, ist, mit welcher Hartnäckigkeit jeder Einzelne dort seinen Handelsstil durchführt, ja, seine Arbeit tatsächlich wahrnimmt als Arbeit. Ja, das heißt, wenn es um den Handel geht, dann ist der Handel an der vordersten Stelle. Es werden Setups executed, die, sagen wir mal, Hand und Fuß haben. Ja, das heißt im Grunde genommen, und Hand und Fuß heißt nicht, dass die Setup anders sind als sagen wir mal, von euch, von mir und wie auch immer. Ja, ein Breakout ist ein Breakout. Ja, das heißt, wenn mein Setup ein Breakout ist. Aber was macht dieses professionelle Handel so ein bisschen aus ist, dass die Jungs unheimlich tief ins Detail reingehen. Ja, das heißt nicht nur einfach sehen, der Markt ist irgendwie über eine, sag mal, über ein Level gelaufen. Das heißt, es muss ein Ausdruck sein, sondern es wird genau penibelst zu, sag mal, ins Detail reingeschaut. Warum ist dieser Ausbruch ein Ausbruch? Passt dieser Ausbruch, wenn er hier ausbricht, passt das mit meinen, sag mal, korrelierenden Märkten? Ja. Haben wir eine gewisse Übereinstimmung? Ist das ein schwacher Ausbruch? Wird er vorbereitet? Ist ein starker Ausbruch? So dass man auch sein Risiko kalkulieren kann. Ja, das heißt im Grunde genommen, wenn man sieht, dass es etwas Starkes ist, ja, das heißt Volumen kommt rein, wie wir jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, hatten, wo wir im DAX eine finale Order drin hatten, die wir unheimlich selten mittlerweile haben. Ja, das war früher so vor guten 5 Jahren so. Das war eine Tagesordnung, ja. Das war im Grunde genommen dreimal die Woche hatten wir eine finale Order da drin. Ja, da wurde im Future gekauft ohne Ende, abgearbeitet nach gewissen Mustern. Das haben wir jetzt wieder mal gesehen, ja. Das heißt, wenn man sowas sich vorbereitet hat, durchgearbeitet hat, dann weiß man ganz genau, dass man sowas nicht mit einem Kontakt handelt, ja. Dann, also das heißt, dass man da auch Size unterbringt, ja. Und wie er so schön heißt, ja. Es heißt, es ging, ja. Das heißt, im Grunde genommen, diese ganzen Strecken fahren 100, 200, 300 Punkte, das ist nicht zwangsnotwendig, ja. Sondern man muss verstehen, dass wir, je länger wir im Markt sind, desto größer das Risiko über die Zeit, ja. Das heißt, man versucht eher mehr Kontakte in den Markt reinzubringen, ja, oder diejenigen, die CFDs handeln, Lots reinzubringen, um diese Initialbewegung, dieses Momentum für sich zu schnappen und versuchen aus dieser Bewegung sich was rauszuschneiden. Ja, das ist so Kurzfristhandel, Daytrading, ja. Genau. Und
Das im Grunde genommen, was wir im letzten Video schon bei Fixflat besprochen haben. Ja, im zweiten Teil hatten wir da diese Trading Review, Trades Auswertung haben wir besprochen gehabt. Könnt ihr bei Fixflat auf der YouTube-Seite könnt ihr das Video finden. Und das ist, glaube ich, macht so teilt Spreu vom Weizen ein wenig, ja, wo die Professionellen sagen, mir reicht das nicht aus. Zu sagen, ich handle einen Breakout, sondern ich muss wissen, was da genau jetzt passiert. Ich muss den Markt richtig lesen, ich muss diese ganzen Faktoren beachten. Ja, und wenn man, das Schöne ist halt, und das schließt sich dann am Ende, wenn man diese Arbeit gemacht hat, ja, langwierig, total ätzend, ja, diese ganze Auswertung zu machen, ja. Aber wenn man diese Auswertung gemacht hat, wird man verstehen, was man da macht, ja. Und wenn es dann irgendwann mal zu einer Execution kommt, also zu einem Trade, dann fühlt man sich unheimlich sicher. Ja, das heißt, man handelt mit seiner unheimlichen Confidence, ja, weil man vertraut diesem Ding, was man da gesehen hat im Detail. Und genauso, wenn jemand das Gleiche handelt, der aber nicht verstanden hat, was da passiert, der wird immer unruhig sein, ja. Also, der ein oder andere kennt das, ja, man geht in den Trade rein und dann ist man, oh mein Gott, hoffentlich gehst du raus, fängt dann zu beten und wenn Beten nicht mehr hilft, dann Stop verschieben und nachkaufen, wie auch immer. Ja, und das ist so der, sagen wir mal, was der Unterschied ist, ja. Schnell zu reagieren, ja. Verluste zu realisieren, sofort etwas zu überdenken, ja, flexibel zu sein, Position zu drehen. Das sind so die ganzen Sachen, ja. Genau. Wenn ihr Fragen habt, was überhaupt, egal was für ein Thema das ist, ja, wenn ihr Fragen habt, gerne mal in den Chat reinschreiben. Ich werde sofort antworten. Bevor wir so ein bisschen auf die Situation vielleicht im Moment in diesen, ja, so einen ätzenden Markt, den wir gerade hier haben. Nichtsdestotrotz haben wir heute eine sehr, sehr schöne Handelssituation im DAX gehabt. Ja, und deswegen will ich da heute so ein bisschen reingehen und sagen, was heißt sagen, also versuchen das Ganze ins Detail so ein bisschen zu besprechen, wieso, weshalb, warum, beziehungsweise was wir anwenden, ja, also welche Tools, Hilfswerkzeuge anwenden, um Trades zu exekuten. Wollte ich mal eben ganz kurz uns vorstellen. Ja, wahrscheinlich kennen uns die Zuhörer, aber ich blende das mal trotzdem ein. Ganz kurz, ja, also im Grunde genommen sind wir von TraderStock. Ja, das ist unsere Seite, traderstock.de. Das ist das, was wir anbieten. Ja, einmal gibt es die Squawk, das sind die Nachrichten, die vom Englischen ins Deutsche übersetzt werden. Die kommen auch im Grunde genommen akustisch. Ja, das kennt ihr aus den Webinaren mit FXFlat, die morgens laufen. Von meiner Seite, ich übernehme das Mentoring und versuche mit den Jungs im Mentoring ja, die Märkte zu analysieren, beziehungsweise den Jungs eine gewisse Struktur mitzugeben. Ja, ich habe hier zum Beispiel einen, der hat eine Ausbildung hinter sich im Trading, ist aber nicht weitergekommen und total jung. Und ist zu mir gekommen. Ich habe gemerkt, von Tutenblasen überhaupt keine Ahnung, null. Und wir versuchen jetzt gerade auf dem Weg eine Struktur auszuarbeiten, so dass er das, der arbeitet auch Vollzeit, so dass er morgens diese 2 Stunden, die er hat, da irgendwie für sich nutzen kann, dass er im Handel, sag mal, stabil wird und irgendwann vielleicht sogar ins Echtgeld reingeht. Ja, also im Grunde genommen gehen wir auf jede Thematik ein. Ja, aber das alles anhand des Marktes, wie der, sagen wir, heute war Mentoring, heute war, wir machen das Dienstag und Donnerstag. Das heißt, wir haben heute besprochen die gestrige Situation und die heutige Situation mit den allen Nuancen, wo waren Trades möglich, wieso, weshalb, warum, Risiko, bla bla bla. Solche Geschichten, das, was wir da machen. Genau, das ist unser Team im Grunde genommen. Der Alex, der kommentiert von links nach rechts alle und meine Wenigkeit findet sich hier ganz zum Schluss. Genau, und das ist das, was wir machen. Wir sitzen im Grunde genommen mitten in Frankfurt, also mitten in diesem Chaos aus Hochhäusern, sind im Grunde genommen direkt hier, wo Wango, das ist unser Chef, der Evangelos, bei der deutschen Börse im Grunde genommen, da wo Bull und Bär stehen. Wir sind da keine 20 Meter von entfernt und da ist unser Büro, ja.
Und wenn ich jetzt den Sprung machen darf, wir machen sofort weiter, ja. Das heißt, wir haben uns überlegt, weil, also wir handeln, ich handle ja nicht aus Frankfurt, ich bin angebunden, ich bin in NRW, in Westfalen. Und das heißt, ich fahre ab und zu nach Frankfurt, aber handelstechnisch bin ich, sagen wir, zu 99% zu Hause unterwegs. So, und dadurch, dass ich zu Hause bin, haben wir immer so eine Standleitung mit dem Büro. Ich höre alles, was im Büro passiert, und das Büro hört meine Kommentare. Das heißt, wenn ich irgendwo meinen Senf dazugeben muss. Und das hat sich über die Zeit überhaupt gezeigt, dass dieses, man sagt ja immer, Handel ist jeder für sich alleine und. Das ist nicht so ganz wichtig, denn Handel war eigentlich immer ein Teamgeist, ein Teamsport, ja. Wenn man die Pits nimmt, alle waren voll, ja, Schulter an Schulter, jeder hat da rumgeschrien hin und her. Das heißt, man hat diese Informationen miteinander ausgetauscht. Und wir haben gemerkt, dass durch diese Standleitung im Grunde genommen eine ähnliche Atmosphäre passiert. Ja, und da sind, ich bin im Büro gewesen und habe mir das Büro angeguckt, hin und her, sag ich, du, pass auf, wir haben unheimlich viele Plätze im Büro. Warum lasst uns doch Leute ins Büro mit einnehmen? Ja, das heißt im Grunde genommen diejenigen, die es wollen, ein Trading Desk zur Verfügung stellen, dass die auch handeln. Ja, und wer da an sowas Bock hat, in Frankfurt bei uns zu handeln, im Grunde genommen, ja, der kann sich das Video bei uns auf YouTube-Seite hier angucken. Ja, Handel bei uns im Büro in Frankfurt ist natürlich nicht alles kostenlos, aber wer sich, sag mal, auf einen Trading Floor einmieten möchte und davon profitieren möchte, ja, das ist also Wissensaustausch und, der kann gerne uns anschreiben. Ja, aber jetzt gehen wir mal in den Handel rein, ja, genug der Werbung und lass mal schauen. So, Hand hoch, Frage. Also, ja, sehr schön. Noch irgendwo eine Hand hoch, ja. Hand hoch heißt was? Am besten in den Chat reinschreiben, also wenn Fragen da sind. Gut. Also, heutige Situation im DAX. Am besten. Gotthard, am besten das Büro anschreiben, ist bei YouTube auf der Präsentation hinten drin, ja, service@traderstalk.de, weil da gibt es verschiedene Varianten. Ich mache an Wochenenden, also zumindest an gewissen Wochenenden, mache ich auch dann den ganzen Samstag Workshops da, also bereite die ganze Woche nach mit den Jungs, die im Büro da sitzen. Das heißt, mit Workshop, ohne Workshop und. Aber am besten alle Fragen ans Büro schicken. Ich bin eigentlich nur Händler und Mentor zu den ganzen Bürosachen, kann ich wenig sagen, auch Preise oder sowas. Ich möchte da nichts Falsches sagen. Also am besten die Kommunikation dann übers Backoffice, ja. Gut. Also, dann heutige DAX-Situation. Also total verwirrend. Ich habe euch ja gesagt, irgendwie ist das alles ja, für mich nicht koscher, ja. Das heißt im Grunde genommen, der DAX sehen wir schon seit einer Zeit, der läuft vor da irgendwo, macht seine eigenen Spielchen, die Europäer oder zumindest der Eurostoxx läuft nicht mit, gibt sogar nach, die Amis Vormittag schwach, ja, aber im Grunde genommen passt im Moment so diese ganze Konstellation nicht mit den Märkten, ja, und der DAX macht so sein eigenes Spielchen, aber das passiert ab und zu, das hatten wir letztes Jahr genauso, das ist nur eine Phase im Grunde genommen, bis die Märkte wieder, sag mal, ich will nicht sagen synchron, aber wieder abgestimmt laufen. Ja. Deswegen, aber nichtsdestotrotz müssen wir die Sachen miteinander verbinden, verknüpfen und schauen, was möglich ist. Ja. Das heißt Eurostoxx, DAX, Boom, Bobble und solche Sachen. Ja. Und heute wollte ich so ein bisschen auf den DAX eingehen. Ja. Das heißt, was versuchen wir zum Greifen, beziehungsweise welche Informationen versuchen wir aus dem Markt rauszulesen, um den einen oder anderen Trade zu machen und was gehört dazu, ja. Das heißt, im Grunde genommen, ja, wir haben ja, die Informationen sind ja eigentlich relativ begrenzt, ja. Das heißt, es gibt nicht nur eine Information, ja. Aber es gibt auch nicht allzu viele, ja. Was wollen wir aus dem Markt lesen? Ja, das heißt, im Grunde genommen stehen uns die Kerzen zur Verfügung. Ja, also eine gewisse technische Analyse, Markttechnik, technische Analyse, das heißt, diese Seite, ja, also
technische Analyse einmal, um den Markt zu analysieren, beziehungsweise den Marktverlauf anhand der Kerzen zu lesen. Und die zweite Sache ist, wir haben im Grunde genommen die Volumenauswertung. Ja. Das heißt, wir sehen anhand des Volumens, was gerade im Markt passiert. Ja. Also zu diesem Volumen gehört Volumenprofil von mir aus. Das Delta gehört dazu, weil das Delta ist ja nichts anderes als das Volumen. Zum Volumen gehört für mich auch der Dom. Ja. Oder man müsste eigentlich den Dom nach vorne stellen und von dem Dom dann die ganzen Linien ziehen, welche Informationen sehe ich im Dom. Ja. Das heißt, was schließt sie daraus? Ihr könnt eigentlich, dadurch, dass wir mittlerweile, sagen wir, die Software, ja, egal was ihr nehmt, ja, hier ist die Atlas-Software, ihr habt ja mittlerweile, sagen wir, die ganzen Indikatoren oder die ganze Information sofort im Chart liegen. Ja, das heißt, mittlerweile, man muss nicht unbedingt den Dom handeln oder im Dom handeln, um diese Information abzugreifen. Ja, damals, wo es früher nicht der Fall war, sondern man hat nur mehr oder weniger einen Dom gehabt und einen technischen Chart, wo man noch kein Volumenprofil einmalen konnte und was weiß ich was. Klar hat man sich die Informationen aus dem Dom rausgeholt, ja. Aber weil mich immer wieder Leute fragen, die relativ gut handeln, kannst du mir das Domhandeln beibringen, sage ich. Du bist doch profitabel, was willst du? Na, ja, aber ich denke, wenn ich den Dom nicht beherrsche, dann komme ich nicht voran. Nein, das ist Blödsinn natürlich, weil das ist nur eine Möglichkeit der Execution. Wenn ich jetzt jemandem sage, okay, pass auf, ich bringe dir bei, wie man aus dem Dom raushandelt, das wirft euch sofort 3-4 Monate zurück. Ja, das heißt, ihr werdet 3-4 Monate kein Geld verdienen. Und wenn man gerade einen Lauf hat und man verdient Geld, ja, never change a running system. Saugt das Ding aus, ja. Erst die Kuh melken und dann fragen, was funktioniert, was nicht funktioniert, ja. Deswegen, also Dom ist nur eine Art, das Ganze zu lesen. Also ihr könnt von mir aus dem Chart executen, ihr könnt aus dem Dom executen, wie auch immer. Wichtig ist halt, was ich in der letzten Zeit oder sagen wir, in diesem ganzen Hype, der da irgendwie, erst gab es die Markttechnik, danach gab es das Volumen, danach Market Profile und alles. Ja, was ich nicht richtig finde, ist, dass man das Ganze irgendwie versucht, voneinander zu distanzieren irgendwie. Ja, aber das sind ja genau die Informationen, die wir haben wollen. Wir wollen so viele Informationen wie möglich auf einen Punkt zusammenbekommen. Ja, und warum soll ich mich nur nach Volumen richten und Technik auslassen? Ja. Warum verwende ich nicht die Technik und das Volumen zusammen und versuche daraus dann im Grunde genommen das bestmögliche Resultat zu generieren, ja. Einmal funktioniert es mal technisch, mal ab und zu funktioniert es nur mit Volumen oder ab und zu funktioniert es technisch, aber nichtsdestotrotz kriegt man durch das Volumen dann eine gewisse Confidence, ja, wo der Stop herkommt oder was tatsächlich im Markt passiert ist. Und das ist wichtig zu verstehen, ja, deswegen, also ich habe einige getroffen, die gesagt haben, ey, hier technische Analyse, so ein Blödsinn, ja, du wirst nie Geld verdienen. Und ich kann euch versprechen, dass ich Händler kenne, die haben vom Volumen noch nie was im Leben gehört. Das Einzige, was die am Volumen haben, ist das normale vertikale Volumen pro Zeit. Na, und haben den technischen Verdienen gutes Geld. Deswegen. Und ich finde aber die Kombination aus beiden total interessant. Ja. Genau. Gucken wir uns den DAX an. Ja. Im Grunde genommen, ja, warum den DAX? Ich glaube, die meisten handeln den. Auch hier, ja, tut euch selbst bitte den Gefallen, ja. Probiert euch aus in den Märkten, schaut über den Tellerrand, ja, um ein bisschen zu fühlen. Vielleicht seid ihr doch nicht dieser DAX-Händler. Ich kann euch sagen, DAX-Handel ist echt etwas für diejenigen, die wirklich stabil sind, ja. Oder zumindest soweit stabil sind, ein gewisses Setup einfach blind zu exekutieren die ganze Zeit. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, einen Schüler bei mir, der eigentlich total neu ist im Handel, sagen wir mal so. Und jetzt hat er nach 2 Monaten hat er irgendein Setup für sich gefunden mit irgendwelchen Kerzen da und der exekutiert das schon ganze Woche. Und der liefert positive Ergebnisse. Jetzt habe ich ein paar Aufgaben gestellt, dass er das mal ein bisschen auswerten soll. Finde ich total gut, ja. Deswegen. Gut. Ich mache meine Auswertung, das heißt im Grunde genommen meine Tagesvorbereitung, alles aus dem Daily Chart, ja. Also ich gehe auch keine tiefere Zeiteinheit ein, mir reicht diese Daily-Geschichte aus. Und
ungut ist, ja. Das heißt, im Grunde genommen mache ich mir am Tag nichts anderes ein, als meine Vorbereitung geht schnell, als ein gestriges Tageshoch, gestriges Tagestief. Ja, und wenn es so passiert, dann haben wir im Grunde genommen noch so ein Setback-Level. Ja, das heißt, dann haben wir im Grunde genommen so ein Konstrukt. Ja, das heißt, warum ist für mich dieses Daily Low interessant? Das Daily Low ist für mich interessant, weil ich unterstelle, ja, dass der Markt gestern hier unten geöffnet hat, der ist irgendwann mal nach unten gelaufen und von unten nach oben. Ja, das heißt, ich unterstelle, dass hier ein Käufer sich gefunden hat. Ja, an der Börse ist niemals eine Einbahnstraße aktiv. Ja, egal was ihr macht, egal was ihr macht, werdet ihr immer ein Käufer haben und ihr werdet immer ein Verkäufer haben. Ja, das heißt, ob der Trend 1000 Punkte nach oben läuft in einem Stück, wird sich immer einer finden, der genau das Gegenteil denkt. Ja, das heißt, es wird immer einer sagen, ich verkaufe. Der Markt läuft hoch, ich verkaufe. Der Markt läuft runter, ich kaufe. Ja? Also das heißt, wir haben immer eine Situation zwischen Käufer und Verkäufer. Wenn wir diese Situation soweit für uns sagen wir mal, ausfindig gemacht haben, ja, dann kann ich ja unterstellen, dass ich sage, der Markt lief nach unten, ist nach oben gelaufen und hat sogar hier oben geschlossen, also hat sich hier ein Käufer gefunden. Gell? Genau das gleiche unterstelle ich, dass der Markt nach oben durchgelaufen ist und dann ist er runtergelaufen, ja, beziehungsweise hat hier dann geschlossen. Das heißt, hier hat sich ein Verkäufer gefunden. Egal wie groß der Verkäufer ist, egal wie klein der Käufer ist, ja. Ich gehe davon aus, dass jemand, der auf diesen Zeitebenen den Markt hier um 30, 40, 50 Punkte bewegt, ja, das kann keiner sein, der ein kleines Konto hat, ja, oder beziehungsweise keine Ahnung hat vom Markt. Deswegen, und das ist so die Sache, womit ich mich antaste, also das ist das Erste, was ich an meine Vorbereitung mache. Danach haben wir im Grunde genommen eine wichtige Information, ja, das heißt, wir haben zum Vorgestern haben wir oben drüber geschlossen. Ja, das heißt, es wird für mich zu einem möglichen Kauflevel. Warum? Weil der Markt, wie auch hier gerade beschrieben, ja, hier kommen die Käufer, hier kommen die Verkäufer. Ja, klar kann man jetzt sagen, pass auf, hier sind gar keine Verkäufer gekommen, weil wir sind dann hoch stehen geblieben. Theoretisch unterstellt, da möchte jemand auf jeden Fall trotzdem verkaufen. Ja, also ist am High. Wird irgendeiner sitzen, der auf eine Situation wartet für ein Daily False Break nach unten oder wie auch immer. So, der dagegen wittert, dass er sagt, der Markt kann nicht weiter steigen, wir sind 3000 Punkte gestiegen, ja. Das heißt, die warten auf einen Short. Ja, so aller Eurostocks da oben. Deswegen. Und dadurch, dass wir es geschafft haben, bis zum Schluss durchzuhalten und den Markt oben zu schließen, heißt für mich, dass der Markt im Grunde genommen Stärke zeigt, ja. Und der Markt hat es geschafft, im Grunde genommen diesen Ausbruch zu spielen. Das heißt, die Käufer sind reingekommen, haben oben drüber geschlossen und wenn wir das nächste Mal hier runterkommen, muss ich gucken, ob wir eine Kaufsituation vorfinden. Also im Grunde genommen ein Setup für einen Kauf, beziehungsweise ein Trigger für einen Kauf finden. Genau. Und das war die Vorbereitung für heute, ja. Ich unterscheide da so ein bisschen, was das angeht, ja. Also für manche ist irgendwas da hingekritzelt, darauf wird einfach irgendwas executed. Ja, ich unterscheide da, wie ihr es aus meinen anderen Videos kennt. Ich habe für mich so ein Vier-Punkte-System entwickelt. Ja, was heißt entwickelt? Ja, man hat sich im Handel entwickelt und hat gemerkt, man kann das irgendwie in vier Schritte unterteilen. Ja, eine ist die Analyse. Ja, in dem anderen haben wir das Setup. Ja, das heißt im Grunde genommen, dann den Trigger und dann haben wir irgendwann mal einen Exit. So, und das heißt im Grunde genommen, Analyse ist das, was wir übergeordnet versuchen zu machen. Das heißt, ein bisschen Kontext zu lesen, ja, das heißt, übergeordnet sind wir im Longtrend, und. Ja, dann die Setups, das heißt, wo möchte ich welches Setup anwenden, beziehungsweise welche Setups handle ich. Ja, handle ich Breakouts, dann kommt hier ein Breakout, handle ich Reversals, handle ich False Breaks, wie auch immer Doppelböden, solche Geschichten. Aber das sind für uns nur, sagen wir, tatsächlich so Setups, wo ich sage, okay, dieses Setup kommt, oder beziehungsweise ich bereite mich auf dieses Setup vor, ja, das heißt für so einen Ausbruch zum Beispiel. Aber was zur Execution führt, das heißt, dass man draufblickt, bräuchte ich eigentlich einen Trigger.
Ja, das heißt, wie wir alles andere im Leben, ja, sagen wir psychologisch gesehen, haben wir eigentlich für alles einen gewissen Trigger, der in uns etwas auslöst, um etwas zu machen. So, und das ist genauso im Handel. Ich möchte im Grunde genommen, das der Grund, warum ich am Anfang gesagt habe, im professionellen Handel, die Jungs gehen ins Detail rein. Ja, also man versucht, sich so weit hineinzuversetzen, beziehungsweise die Informationen so weit rauszusaugen, dass ich sage, ich möchte das und das sehen. Ja, wie zum Beispiel, was weiß ich was, Domhandel, ja, es gibt so eine Last Traded Quantity, also letzt gehandeltes Volumen, ja, oder letzt gehandelte, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, also Quantity, und kann man aber als Volumen stehen lassen, ja, letzt gehandeltes Volumen von mir aus. Und das ist eigentlich die wichtigste Spalte im Dom, ja, nur so nebenbei. Denn diese ganze Bid-Ask, was da steht, interessiert eigentlich relativ wenig, weil die getürkt sind meistens. Und dann ist zum Beispiel, wir kommen an einen Punkt, den wir als Unterstützung nennen würden, und wir wollen ein Reversal da handeln, ja, oder ein Breakout. Ja, und dann kommen wir hier so rein und dann sehen wir, dass wir in, also wir haben ja Geldbriefseite, ja, Geldbrief oder Bid-Ask, Bid-Offer, ja, und dann seht ihr in die Last Traded Quantity, es wird gehandelt 300 und den Preis da drauf zum Beispiel 2 oder 3, dann kommt der Markt wieder runter und dann seht ihr wieder 300, Preis darüber wieder was, 10, wieder 400, 10 und danach seht ihr aber 20, 250. Aha. Das ist das, was man sehen möchte, im Grunde genommen, in einer gewissen Situation. Steige ich nicht ein, steige ich nicht ein, steige ich nicht ein, obwohl der Markt am Level ist. Ich sehe das, ich steige ein. Das ist mein Trigger. Ja, was hier passiert? Jemand handelt 300 Short, Market, in die Bid-Seite rein, Markt fällt nicht, wird absorbiert. Markt fällt nicht, wird absorbiert. Markt fällt nicht, wird absorbiert. Nach oben ist noch kein Power. Jetzt merkt der Verkäufer, fuck, ich laufe hier vor die Wand. Vielleicht Eisberg oder wie auch immer. Ja, und jetzt fängt man im Grunde genommen die Gegenseite aggressiv zu covern. Und somit löst man diese Bewegung nach oben aus. Und die anderen sind auch nicht doof. Ja, das heißt, die sehen das und fangen dann den Long mitzuspielen. Und somit entsteht so ein schönes Reversal mit einer schönen Initialbewegung. Ob der Markt danach noch weiterläuft, weiß keiner. Aber diese Initialbewegung, deswegen habe ich am Anfang gesagt, size is king. Wenn man sowas merkt, mit Size reingehen, schöne Initialbewegung, klack, 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 klack nach oben, schon mal zwei Drittel oder mehr abbauen, so dass man erstmal hier relativ gutes Geld verdient hat. Und ob der Markt dann weiterläuft, das, oh, Entschuldigung, das entscheiden dann Käufer und Verkäufer, ja, die da gegeneinander stehen. Genau. Und so ist das Ganze aufgebaut. Ja, und wenn man diese Trigger sich für jede Situation ein paar Stück aufgebaut hat, ja, durch Monitoring oder durch Screening, dann fühlt man sich schon mal sicher, weil man immer beim Executen etwas sieht, was einem, sagen wir mal, richtig die Bestätigung gibt, ja, dass es tatsächlich läuft. Und danach kommt der Exit. Ja, und der Exit ist relativ personenbezogen, ja, psychisch bezogen. Da kann man nicht jedem sagen, du musst so einen Exit wählen. Das ist die Garantie. Das ist Blödsinn. Ja, jeder ist so für seinen Exit so ein bisschen selbstverantwortlich. Aber wenn der Exit nicht stimmt, ja, und der Entry stimmt, das heißt Punkt 1 bis 3 stimmen, ja, das heißt, ihr kriegt einen richtig schönen Entry. Ihr seid unheimlich begabt, habt eine Trefferquote von 100 und der Exit nicht stimmt, kann sein, dass es trotzdem mit 0 rausgeht. Ja. Das ist so ein bisschen, da muss man, wenn man das geschafft hat, den Fokus hier drauf ziehen und gucken, was geht. Ja, deswegen, um das hier zu schaffen und erstmal sich positive Gefühle aufzubauen, sollte man feste TPs nehmen. Ja, also 10 Punkte, wie auch immer. Also jeder Markt hat so einen gewissen Lauf, ja, das heißt eine gewisse Initialbewegung, ja, Eurostoxx 5 Ticks, Bund 7 bis 8 Ticks, DAX, ja, DAX würde ich lieber sagen 7 bis 8 statt 10. 10 erreicht dann nicht unbedingt immer, außer Initialmove, aber 7 bis 8 immer. Ja, und stellt euch vor, ihr macht jeden Tag mit jedem Trade 7 bis 8 Ticks plus. Und da geht man mit einem positiven Gefühl nach Hause. Ja, das heißt, wenn man hier zum Beispiel immer schöne Entries macht,
und der Markt läuft an, macht 10, 15, 20 Ticks, dreht dann ab und schmeißt euch ein Minus raus. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Dann ist dieses hier, was ihr euch gut erarbeitet habt, wird trotzdem mit einem negativen Gefühl verknüpft und das ist total beschissen. Ja, man kommt nicht vorwärts. Deswegen, wer vorwärts kommen möchte und gerade irgendwo so struggelt, nimmt feste TPs. Gut, ein bisschen abgewichen, aber wir gehen jetzt zum DAX rein. Von der Zeit passt das wunderbar. Gut, gut, gut. Ja, verrückte Märkte, gell? Ja, heute natürlich so ein bisschen viele News dazwischen. Ja, wir hatten ja für die ganzen Bundesländer, die die Zahlen da vorgelegt haben und die ganze Erde an anderen Zahlen. Ja, deswegen. Aber nichtsdestotrotz, ja, Zahlen sind nicht immer so das Entscheidende. Denn das Entscheidende ist im Grunde genommen, steht auf dem Chart, da wo die Leute positionieren. Ja, das heißt im Grunde genommen, wenn einer nicht möchte, dass wir irgendwo durchkommen, werden wir auch nirgendwo durchkommen. Ja, egal welche Zahlen da rauskommen. Ja, wenn jemand meint, dagegen zu halten, der kriegt das hin. Also wenn er das Kapital, das nötige Kapital in der Hand hat. Deswegen, also ich versuche mich von den Zahlen immer fernzuhalten oder zumindest, was heißt fernzuhalten, das ist blöd. Ich sehe mich als Intraday-Händler, ja, als Daytrader, als Kurzfristhändler. Das ist meine Aufgabe. Und es gibt dann die andere Sparte, da sind die News Trader, ja, die machen eher weniger von diesem ganzen Intraday-Mist, aber dafür sind die unheimlich, unheimlich gut, Nachrichten zu interpretieren, korrelierende Märkte zusammenzufassen, um zu sagen, dass da und da der Auslöser kommen wird. Ja, und diese Jungs sagen wir, für den Newshandel gemacht. Ja, deswegen, wir können nicht sagen, ich bin. Sag mal, ich handle Kurzfristhandel und ich mache auch News und alles. Ja, wir müssen uns so ein bisschen gucken, welche Spezialisierung wir reingehen, ja, wo wir so ein bisschen die Experten sind. Ja, die einen können, wie gesagt, die haben eine Gabe, diese ganzen Nachrichten, was unheimlich, ich finde das erdrückt einen, wenn man versucht, diese Nachrichten richtig zu interpretieren. Ja, wenn man das mal geschafft hat, ja, die Märkte richtig zu interpretieren. Ja, das war dann, sagen wir, 2016, 2017 der Fall, dass man irgendwie, dann kommt irgendwann mal so die EZB dazwischen, dann kommt irgendwelche Feds dazwischen, wo wieder jede Nachricht anders reagiert, wo die Bonds eigentlich müssten die steigen, die fallen dann, keiner versteht wieso, weshalb, warum. Also muss man hingehen und das Spinnennetz noch weiter spinnen, um zu verstehen, was da gerade passiert. Also unheimlich komplex dieses Thema. Ja, also da halte ich mich raus. Ja, das heißt, wenn ich mich aus den News raushalte, dann brauche ich mich auch nicht aufgeilen auf irgendwelche Bewegungen, die passiert sind und ich nicht dabei war. Ja, das ist nicht mein Job. Ich sage auch immer, wenn man Fließbandarbeiter ist, dann ist man an seinem Fließband. Ja, egal was ihr macht nicht den Job von den anderen. Ja, und das war so früher ja im Grunde genommen das Gleiche. Ja, wenn ihr die ganzen Pits so hinnimmt oder seht, ja, dann gab es Bond-Trader, da gab es irgendwelche Indizes-Trader. Ja, war nicht so, dass unbedingt der eine überall durchgelaufen ist und hat alles gemacht. Ja, der hat sich spezialisiert auf seinen Bereich und hat sich versucht, aus den Gucken was rauszuschneiden. Ja, und das ist auch so ein Ding, was viele nicht verstehen. Ja, die versuchen alle Märkte zu handeln, die versuchen im Grunde genommen alle Handelsmöglichkeiten abzudecken und letztendlich, ja, Overtrading oder überhaupt kann man diese ganze Sachen nicht bewerkstelligen, zumindest nicht richtig. Ja. Gut, gehen wir zum DAX. Also im Grunde genommen DAX, ja. Einmal durchatmen. So. DAX Eröffnung ab 9, ja. Das heißt im Grunde genommen auch handelstechnisch ab 9 interessant, ab 8 US Larifari so ein bisschen, ja. Da sind die Bonds anders, da könnt ihr die ab 8 handeln. Wir müssen aber, wenn wir in den Handel reinkommen, sofort beurteilen können, wo wir sind. Ja, das heißt, was haben wir vorbereitet und wo sind wir? Ja, und so nebenbei noch, ja, weil ich da auch ab und zu so Fehler erst nach langer Zeit merke bei meinen Mentees, die dann sagen, du, ich habe im Handel dann sofort meine Vorbereitung alles vergessen. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ich habe angefangen zu handeln, ja. Gut,
dieses übergeordnete Bild, was ihr euch vorbereitet, ja, von mir aus D1, H1, whatever, das muss immer präsent sein auf dem Bildschirm, ja. Und wenn ihr es, damit ihr immer wieder den Blick auf das übergeordnete Bild habt, weil wenn wir einmal im Handel gefangen sind, ist diese Linie, hat die keine Aussage mehr. Ja, wir sind dann wie so blinde Kühe, die dann anfangen, einfach jede Bewegung irgendwie was zu interpretieren, verstehen aber nicht, in welchem Bereich wir uns hier aufhalten. Ja, und dafür ist es wichtig, das übergeordnete Bild immer dabei zu haben. Ja. Ja. Ich habe ja gesagt, damals in irgendeinem Video, ja, ihr könnt nur das übergeordnete Bild aufhaben. Und sobald wir dann irgendwann mal an das Level ranlaufen, dann klickt ihr von D1, A1 auf M1 oder auf M5, whatever ihr handelt, und fangt da an zu handeln. Ja, wobei ich bevorzuge tatsächlich eine Einheit, die große und einmal die für die Execution. Genau. Um welche Zeiteinheit für die Execution richtig ist, das wird euch niemals jemand im Leben sagen können, weil das ist einfach Blödsinn, zu sagen, M1 ist richtig oder M5 ist richtig. Für mich persönlich, ich habe für die Execution in dem einen Markt gar keine Zeit drin, sondern alles auf Volumen basiert. Die anderen Märkte, ein Markt läuft auf M1, der andere Markt läuft auf M5. Ja, und das ist das, was ich am besten für mich visuell greifen kann. Wobei auf, sagen wir mal, auf M1 und tiefer gehende Einheiten können wir so diese kleinen Nuancen mehr sehen. Ja, das heißt, die Hilfestellung vielleicht. Ja. Gut, im DAX, wir waren heute ganz kurz oben drüber. Ja, das heißt, wir haben, ich nenne das immer ein Local High hingestellt. Ja, ein lokales Hoch. Dieses lokales Hoch ist für mich hilfreich, um jetzt sagen zu können, Junge, pass auf, ja, das Yesterday's Daily High, also das gestrige Tageshoch, wurde schon mal durchhandelt. Und auf der Oberseite, der Markt ist runtergelaufen, hat sich ein Verkäufer gefunden, also ein Seller. Ja, das ist die Information, die ich für mich rausnehme. Nehme, dass ich auf den Gedanken komme, wenn ich dann beim nächsten Mal hier drüber laufe, dass ich hier einen Long spiele. Ja, weil mir ist ja bewusst, dass hier sich ein Short jetzt ins Nest reingesetzt hat. Somit muss ich erst warten, bis der gesamte Markt über dieses Level läuft, wo der Käufer sich eingesetzt hat. Das heißt, der Käufer muss hier besiegt werden, so dass der Verkäufer sich durchsetzt und der Verkäufer kann sich, entschuldigen, dass der Käufer sich durchsetzt gegenüber dem Verkäufer. Und er kann das nicht, ja, kann er schon, aber in einer Kerze wohl unmöglich. Sondern ich möchte eine ganze Formation sehen, ja, dass quasi sowas passiert. Das läuft auf den Begriff Zeit aus, ja. Das heißt also, ich möchte den Händlern die Zeit geben, sich zu bekriegen, damit irgendwann mal für mich ersichtlich wird, dass der eine oder andere gewinnt. Aber solange die in diesem, sagen wir, wirklich in diesem Kampf, in diesem Geldkampf drin sind, möchte ich nicht zwischenhängen. Ja, dafür bin ich zu klein, dafür bin ich zu, ja, wer bin ich? Ja, ich bin ein kleiner Händler. Das sind alles Jungs, die da an der Rossen sind und das Ganze den Markt so bewegen. Ja, das sind ja, Einzelstücke. Ja, die haben ganz andere Portfolios und wie auch immer. Ja. Deswegen, wir bewegen den Markt auf jeden Fall nicht. Ich habe einmal im Leben den Markt bewegt im DAX, ja. Und nachdem ich das getan habe, habe ich 1,5 Jahre kein DAX gehandelt. Es ist nicht toll ausgegangen. So, und genau, das ist so das, was man sieht, wenn man an Desk kommt. Ja, das heißt also, ich persönlich jetzt für mich, ja, ich bin immer am Desk. Das ist die 9-Uhr-Kerze. Hier bin ich am Platz. Morgens früh, hier ist das noch nicht drauf, so morgens früh, so, keine Ahnung, zwischen 5 und 6 habe ich den Markt bereits vorbereitet, so dass ich dann hier reinkomme, 3, 5 vor 9, und dann gucke ich, was ist, kann das sofort für mich analysieren, ja, und dann schauen wir mal. Genau, mit der Markteröffnung habt ihr gesehen, dass wir im Grunde genommen diesen Stich nach oben hatten. Cool. Und sofort nach unten gelaufen sind. Auch schön. Ja, das heißt, im Grunde genommen kommen wir nach oben nicht durch, ja. Nach wie vor noch irgendeine Schwäche von dem Verkäufer. Cool, alles gut. Und müssten ja eigentlich dann sagen, pass auf, der Verkäufer hat sich hier reingesetzt. Das heißt, wir müssten jetzt warten, bis wir hier oben drüber laufen, um nach oben zu handeln. Ja, weil wenn er sich hier
hingestellt hat, wer sagt mir nicht, dass er sich auch hier hinstellt? Gell? Na, das passt. Des Weiteren haben wir noch eine High Connection. Eine High Connection ist nichts anderes als mindestens zwei Hochs oder Tiefs zu verbinden. Ja, zwei Hochs wäre High Connection, zwei Tiefs wäre eine Low Connection zu verbinden. Oben zum Beispiel sowas hier wäre eine Low Connection. Also, um zu schauen, ob der Markt drüber oder drunter geht. Ja, also im Grunde genommen etwas aus der technischen Analyse. Ja, ihr kennt das alle. Irgendwelche, der Markt läuft, sorry, der Markt läuft nach oben, was weiß ich was, dann korrigiert er nach unten, ja, bildet eine Flag, bricht er aus und läuft weiter. Ja, das ist nicht nur in Büchern drin so, sondern tatsächlich auch der Handel findet so statt. Besonders an der Eurex, ja. Die Jungs in Amerika sind so ein bisschen noch, die sind schon an das Volumen, sag mal, das kommt von da und die sind daran gewöhnt. Die Märkte laufen mehr nach Volumen. Ja, da kann jeder was mit Daily, irgendwelchen Values anfangen und wie auch immer. Bei uns hier so an den Eurex-Märkten ist das, ich will nicht sagen, ist komplett ausgeschlossen. Aber wir haben von der professionellen Seite die Jungs, die sind sehr, sehr, sehr simpel gestrickt. Fibonacci, High-Low Connections, normale Supports, normale Resistenz, da interessiert nicht viele irgendwelche Volumens, wie auch immer. Wobei diese Volumenas natürlich auch für den kurzfristigen Moment sehr, sehr interessant sind. Genau, was haben wir hier? So wie wir gerade gesagt haben, müsste der Markt erst hier oben drüber, und um den Long zu spielen. Ja, wir sehen, dass der Markt viel tiefer korrigiert. Ja, der korrigiert aber auch genau in die High Connection. Das heißt, wir haben einen High Connection Ausbruch, Korrektur, Long. Kommt wieder zurück, baut auf, eine High Connection, Long. Ja, das ist so von der technischen Seite, wo ich sagen würde, puh, ja, alles klar, cool. Ja, könnte ich handeln mit einem Kontrakt vielleicht. Es gibt mir 2 Sekunden Zeit, glaube ich, weil mein Laptop, der verliert, glaube ich, an Leistung gerade. Ich will ja noch ein bisschen weiterreden. 14 Minuten. Ich schließe das mal eben an, ja? 2 Sekunden. So, da bin ich wieder. Jetzt ja, volle Leistung, ja. Was? Eingesteckt, passt, sehr gut. Glaube ich zumindest, ja. Oder? Doch, doch, steckt, passt. Glaube ich, hab Strom. Und das wäre jetzt, sag mal, ja, schön, alles technisch gesehen passt, ja, ich würde das auch handeln hier, diese Setbacks, ja, weil ich, warum würde ich die handeln, weil ich die einfach schon unheimlich lange kenne, ich vertraue denen, ich würde es immer wieder machen, ja, und vor allen Dingen, sagen wir mal, mit einem kleinen Stop, der Stop kommt unten runter, fertig aus, in den meisten Fällen geht's auf, ja, aber das wäre so jetzt so 0815 Handel, ja, in den meisten Fällen geht's auf, ja, vielleicht geht's nicht. Und wenn wir diese Situation haben, vielleicht geht's nicht, haben wir das Problem. Wie wollen wir denn jetzt unterscheiden, dass wir dort an dieser Stelle jetzt uns vielleicht mit im DAX jetzt mit 3, 5 Kontrakten reinstellen? Ja, um Gottes Willen. Also ich rede vom FDAX, vom echten großen FDAX. Ja, nie auf den Gedanken kommen, sie größer als 5 Kontrakte reinzustellen. Ja, die machen euch kaputt. Deswegen, also im großen DAX hier, sagen wir, mit 3 Kontrakten reinstellen oder mit 5 Kontrakten reinstellen, blind als Limit und zu sagen, hey, here we go. Ja, oder in Eurostocks, was weiß ich was, 300 Kontrakte reinstellen. Ja, also ein bisschen größer dann reingehen. Und das ist genau die Sache, wo wir jetzt anfangen müssen, umzudenken, beziehungsweise uns die Konfidenz zu holen, also die Bestätigung und das Vertrauen zu holen, dass genau dieser Trade, genau das Ding, genau an diesem Punkt hier und an diesem Punkt genau der richtige Trade ist. Ja. Und da brauche ich mein Volumen. Ja. Weil das eine ist, ja, habe ich jetzt gerade erzählt, über technische Sache. Ja. Na, hat so gut funktioniert, alles gut. Ja, hätten wir handeln können. Aber jetzt müssen wir muss das rausnehmen. Warum nicht alles nutzen, was der
sag mal, was der Markt oder beziehungsweise, ja, der Markt, also hauptsächlich der Markt, ja, weil diese, sag mal, Kontakte, die gehandelt werden, die passieren halt im Markt und die Software und die Systeme, die haben jetzt nur eben, wurden soweit gemacht oder schön gemacht, dass man auch versteht oder das rauslesen kann, wie Säure rauslesen kann, ja, was für mich unheimlich interessant ist. Genau. Wir müssen das Volumen reinlegen. Ja. Von mir aus von hier unten. Boom. Na, jetzt wird der ein oder andere sagen, was soll der Scheiß, ja? Irgendwelche Balken. Aber das habt ihr im Future-Bereich, ja. Das heißt, Future ist ein geregelter Markt, ja, wird dann Eurex gehandelt, das heißt, diese Kontrakte, die gehandelt werden, hin und zurück, also Short, Long, bla bla, die ganze Zeit, die werden ja im Grunde genommen an uns über die Datenfeeds weitergeleitet und das ist die Auswertung davon. Ist anders dann beim CFD, gibt es ja das eigentlich in dieser Form nicht, wobei mittlerweile weiß ich nicht, ich habe tatsächlich auch noch nie sowas. Einmal habe ich sowas gehandelt, aber da war ich in den Fußstapfen vor, keine Ahnung was, 9 Jahren oder sowas. Ich weiß nicht, was mittlerweile möglich ist, was man da vielleicht so aus dem Future rauszieht, auf den CFD vielleicht überträgt, wie auch immer. Ja, aber wir reden hier über den Future-Markt, ja. Und da haben wir eben Volumen. So, um dieses Volumen zu verstehen, ja, brauche ich 30 Sekunden, um euch das zu erklären. Ja, also. Da muss man nicht unbedingt viel Geld für ausgeben. Dieses Volumen, was da entsteht, ja, das heißt im Grunde genommen, es wird gehandelt auf einen Preis. Short, long, short, long, short, long. Ja, also Verkauf, Kauf, Verkauf, Kauf, Verkauf, Kauf, Verkauf, Kauf. Ja, und das wird dann im Grunde genommen auf diesem Preis wird es abgebildet. Dann schafft das der Markt nach oben sich zu lösen. Ja, und auf den nächsten Preis wieder Kauf, Verkauf, Kauf, Verkauf, Kauf, Verkauf. Ist egal, ob das Menschen machen, Algos machen, irgendeiner macht das. Ja, interessiert uns nicht. Und danach im Grunde genommen weiter geht's. Ja, springt weiter an. Ja, hier so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Und dann wieder Kauf, Verkauf, Kauf, Verkauf, Kauf, Verkauf, Kauf, Verkauf. Und das ist ja nichts anderes, was ihr hier seht. Ne? So, hier viel Kampf. Auf jeden Preis im Grunde genommen. Und dann stehen ab und zu so High Volume Nodes heißen die, also erhöhtes Volumen. Ja, also so Nasen. Wenn wir auf einen Preis kämpfen, ja, das heißt, hier kämpft man. Kauf gegen Verkauf, Kauf gegen Verkauf, also Kauf nach oben, Verkauf, Kauf, Verkauf, Kauf, Verkauf. So, irgendwann mal steigt der Preis. Ja, warum steigt der Preis? Weil in diesem Kampf, und das ist ein Kampf, also das ist wirklich, also es ist nicht jedem bewusst vielleicht, ja. Aber da wird auf jeden Preis gekämpft. Ja? Wir sehen uns nicht, aber wir kämpfen für diesen Preis. Der eine will verkaufen, der andere will kaufen. Ja, das ist wirklich ein Kampf. Wenn der Preis sich nach oben löst, ja, heißt, dass diesen Kampf zwangsläufig der Käufer gewonnen hat, weil der Preis geht ja nach oben. Ja? Das heißt, der Preis wird akzeptiert und läuft nach oben. Verkäufer hat verloren. Jetzt gibt es wieder einen Kampf. Da. Der Preis läuft wieder nach oben. Also, der Käufer hat gewonnen. Was nehmen wir daraus für Informationen? Wir nehmen daraus Informationen, die sagen, okay, wenn Volumen gebildet wird und wir nach oben laufen, gewinnt der Käufer. Und dann können wir ungefähr sagen, okay, pass auf, an diesem Punkt hat ein Käufer gewonnen. Ja, dann läuft der Markt weiter, hat der Käufer gewonnen. Dann läuft der Markt irgendwann mal weiter, ja, sagen wir, hier ist auch Volumen. So, läuft weiter, hat der Käufer gewonnen. Das ist die Käuferposition. Jetzt kommen wir hier an und der Markt läuft nach unten. Oh, was los? Der Verkäufer sitzt hier gerade gegenüber dem Käufer durch. Weiter das Ganze zu sehen ist, schau mal, jetzt, das heißt, das war ja die letzte Käuferposition, ja, als wir nach oben gelaufen sind. Das heißt, das waren seine letzten, seine letzten Impulse. Und wenn wir jetzt hier nach unten laufen, müsste er doch seine Position verteidigen, ja? So, wenn er es nicht macht und der Markt nach unten läuft, rutscht er irgendwann mal ins Minus. So, also müsste er es verteidigen. Wenn er es verteidigt, dann ist es schön. Dann würde er den Verkäufer von mir aus hier rausbremsen und nach oben laufen. Ja, aber wenn es nicht der Fall ist und der Markt hier nach unten durchläuft, haben wir schon sofort eine Information von wegen, pass auf, hier passt irgendwas nicht. Ja, das heißt,
Der Verkäufer hat sie gegenüber dem Käufer durchgesetzt und schon haben wir allein durch diese Nasen, ja, also High Volume Notes, haben wir eine gewisse Aussage, wo der Käufer, wo der Verkäufer ist, wo der Käufer gegenüber sich den Verkäufer durchgesetzt hat, andersrum genauso, und wo deren letzten Positionen ungefähr sind. Ja. Und das ist für uns wichtig im kurzfristigen Bereich, weil wir so Trades planen können und exekutieren. Ja, also im Grunde genommen ist nichts anderes. Ja. Das heißt, egal was ihr an Volumen seht, ja, Volumen wird gebildet, läuft nach oben, Käufer hat gewonnen. Volumen wird gebildet, läuft nach oben, Käufer hat gewonnen. Irgendwann mal gibt es die Rutsche wieder zurück und dann sieht es so aus. Ja. Genau. Wofür male ich das hier gerade ein? Weil, wie ja gesagt haben, brauche ich hier noch irgendwas? Ne, brauche ich nicht. Weil wir ja gesagt haben, dass wir ein lokales Hoch haben. Das ist das lokale Hoch. Der Markt schießt über das lokale Hoch drüber, bildet Volumen, was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, ja, dass er hier oben Volumen bildet, weil das ist ja für uns eigentlich die Aussage, dass ein Breakout funktioniert und wir im Grunde genommen jetzt nur abwarten, dass die Kerze schließt und dass wir dann im Grunde auf die Continuation warten. Ja. So. Was macht der Markt? Der bildet hier Volumen und schließt im Grunde genommen direkt. Was haben wir denn jetzt für Informationen? Wir haben die Information jetzt, dass wir zwei Volumenspitzen haben, ja, das heißt, was ich euch gerade so ein bisschen aufgezeichnet habe, ja. Das heißt, Kampf, ja, Käufer, Verkäufer, Käufer, Verkäufer, Käufer gewinnt. Kampf innerhalb einer Kerze, Käufer, Verkäufer, Käufer, Verkäufer, Käufer gewinnt, Käufer knallt rein, kommt aber nichts nach und wird wieder durch seine Kaufzone verkauft. Ja, das heißt, der verteidigt sein Level nicht aggressiv. Und dann läuft ja der Markt komplett runter. Ja? Das heißt, was haben wir jetzt gefunden? Wir haben eine Stelle gefunden, wo sich der Short durchgesetzt hat. Und der Short hat sich genau durch dieses Level durchgesetzt. Ja? Da, wo der Käufer eigentlich gepusht hat, hat jetzt rückwirkend hier nach unten der Short durchgesetzt. Und das ist jetzt für uns eine unheimlich wichtige Information. Das heißt, jetzt wissen wir ganz genau, wenn wir nach oben laufen wollen, ja, müssen wir die letzte Verkäuferposition platt machen. So, und jetzt schaut mal, der Markt kommt wieder rein, der Verkäufer verteidigt seine Position, der Markt läuft runter. Nice, okay, cool. Um den Short hier zu spielen, müssen andere Voraussetzungen erfüllt werden. Ja, wir haben hier, von mir aus könnt ihr Low Connection einzeichnen, wir müssen uns unter das Daily Low laufen, am besten müssen wir das letzte tief nach unten rausnehmen und das wird so ungefähr passen, dass wir dann so laufen. Das heißt, hier ist noch alles relativ bullish, ja. So. Das ist die letzte Verkäuferposition. Der Markt kommt hoch, der Verkäufer verteidigt. Der Markt fällt runter. Es findet sich jetzt ein Käufer. Markt läuft nach oben, kommt zurück. Und zwar, jetzt habe ich zu viel gemalt. Seht ihr gerade nichts? Wo haben wir den Wechsel zwischen Käufer und Verkäufer gehabt? Das ist der Verkäufer, der sitzt. Der Käufer gewinnt und der Käufer bestätigt. Ja? Hier bestätigt der Käufer, dass er den Verkäufer wieder platt gemacht hat. Der Markt kommt zurück und der Käufer baut seine Position aus. Und wir haben ein unheimlich starken Impuls nach oben. Ja? Plus, jetzt sagt ihr, kann man ja auch alles aus dem Volumen lösen. Ja, kann man auch. Aber dadurch, dass wir wissen, dass es technische Händler gibt, Volumen, sagen wir, ich sage mal technische und volumentechnische Händler gibt, sollten wir doch die Sachen versuchen, so weit wie möglich alle zusammen zu verbinden. Letztes Hoch, High Connection und schon haben wir nicht nur eine Informationsquelle. Jetzt haben wir im Grunde genommen die Informationsquellen mit rausgenommen, die am meisten angewandt werden im Handel. Ja? Technik, Volumen, ja, ein bisschen Delta dazu. Und schon haben wir perfekte Einstiege mit, sogar mit einem vernünftigen Gedankenfluss dazu. Ja, was da passiert ist. Ja, das war nicht nur der Ausbruch. Das war nicht nur ein Überhandeln oder wie auch immer. Das war nicht nur eine Reaktion hier nach unten, sondern der Verkäufer hat seine Position versucht zu verteidigen.
Der Verkäufer wollte hier nach unten, weil zu der Zeit der Eurostock schwächelte oder zumindest am High nicht weiterkam. S&P, Nasdaq waren schwach, liefen an die Daily Lows irgendwo oder zumindest an die Setback Lows. Und der DAX muss ja eigentlich folgen. Ja? Der DAX ist ja wie so der Letzte im Glied. Ja? Pustekuchen. Ja? Im Moment steht der DAX als Erster im Glied. Und das sind so die Sachen. Ja? Und wenn man das anfängt als eine Geschichte für sich zu, sag mal, ja, zu erzählen. Ja, ich sage immer dazu Self-Talk, unheimlich wichtig. Das gehört zu diesem Self-Talk. Ja, Verkäufer setzt sich durch, Verkäufer bestätigt seine Position. Ja, hier unten drunter würde es dann zu einer Execution kommen. So, Käufer gewinnt, Käufer bestätigt, Käufer baut auf und diese ganzen Informationen. Ja, und auf einmal merkt ihr, wow, ich klicke rein und ich verstehe gerade, was in diesem Fluss passiert. Ja, und das ist so die, Entschuldigung, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, und ohne das Volumen seht ihr das nicht, was da passiert. Dann würde man nur technisch agieren. Wenn ihr nur technisch agiert, dann hat man nicht unbedingt diese Confidence da drin. Ja, mal geht's nicht. Ja, wie hier. Ja, dann überschießt ihr das Level um 6 Punkte oder um 5 Punkte. Ja, und unterschießt das Level hier zum Reingehen. Scheiße. Wenn man das Volumen mit reinnimmt, sagt man perfekt. Ist genau das Richtige. Ja, technisches Level, Volumenlevel. Ja, hier ist meine Execution. Hier möchte ich rein. Ja, und das ist das, was den einen stärker macht als den anderen. Ja, also das ist so, wo man ein bisschen Spreu vom Weizen dann trennt. Das sind so die Feinheiten, die wir anfangen sollten zu lesen. Ja, und das sind so die Sachen, die man anfangen muss zu verstehen. Ja, genauso wie hier. Ich habe ein Mentee von mir, das jetzt im Echtgeld, ich begleite quasi seine Echtgeldphase, wie er da ins Echtgeld gekommen ist. Und der hat hier einen Short gespielt. Nach unten. Ne? Weil, warum? Kann ich zeigen. Wir haben ja gerade gesagt, aber tut mir bitte den Gefallen, ja. Also haltet euch an Risk Disclaimer. Ja, so einfach wie ich das erzähle, ist das tatsächlich nicht im Handel. Ja, wenn ich etwas nur zum ersten Mal sehe, ja, wenn ich im YouTube ein Video sehe und versuche etwas nachzumachen, egal in welchem Bereich, in Sport, egal was, stelle ich sehr schnell fest, das ist nicht so einfach. Es bedarf viel Übung, ja, besonders im Handel. Ich habe ja gerade was von diesen zwei Volumenspitzen erzählt, ne? Ja. Wir laufen nach oben, bla, Volumenspitze löst sich nach oben, Long gewinnt, 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 Volumenspitze steht, bleibt stehen, läuft zurück. Short gewinnt. Gut, auf den Short muss jetzt der Long reagieren. Das heißt, der Long muss seine Position verteidigen. Wo ist er? Nicht da. Boom. Aussage für, wir haben einen Trendbruch. Ja, also das heißt, wir haben jetzt aktiv intraday setze ich der Short durch. Und wenn man denkt, dass hier sowieso die Bewegung zu Ende ist, sehen wir hier raus, dass wir im Grunde genommen bereits bevor der Markt das gemacht hat, ja, also bevor der Markt das technisch uns ein vernünftiges, sagen wir, Szenario gemacht hat, was jeder kennt, bevor er das gemacht hat, hat man schon im Volumen gesehen. Ja. So. Und wenn man, sag mal, seine Märkte kennt und weiß ganz genau, dass es ein sicheres Zeichen ist, dann kann man das handeln. Ja. Kann euch nochmal zeigen, warum da oben zu Ende war. Ja. Also einmal aus dem DAX, einmal aus dem Eurostoxx. Ja. Also mal kollidierende Märkte. Im DAX. Also ich werde das nur mal so anschneiden, ohne dass ihr dazu zu viel quatsche, weil die Zeit nicht, dass ihr mir gleich einschlaft. Der DAX hat hier auf der Oberseite, das ist die Initial Balance. Der DAX hat hier auf der Oberseite, sagen wir so, wir wissen nicht, ob das ein endgültiges Ziel ist, aber der hat ein dieser Zwischenziel erreicht. Zwischenziel erreicht, danach muss eine Korrektur kommen oder sollte. Und wenn man darauf dann, sagen wir, ein sicheres Zeichen bekommt, was man deuten kann, kann man dann den Short spielen. Boom, Short gespielt.
Genau, also das war die eine Sache, die im DAX über die sichtbar gewesen ist. Also für diejenigen, die das sagen wir, anwenden, machen auch nicht alle. Bedarf auch einer Übung. Ja, ich habe das meinen Mentees mal beobachtet, die Initial Balance jetzt schon seit eigentlich seit Anfang, ja, 2017, 2018. Ich habe ja 2018 angefangen zu handeln, Februar 9, 2018, 19. Februar oder sowas. Und habe die Initial Balance angefangen zu beobachten, habe irgendwann mal vor 2 Jahren oder so 3 Jahren bei Mintis was reingeschmissen über die Initial Balance, handelt die bitte nicht, sondern erstmal gucken, auswerten, bla bla bla, alle gehandelt, alle erstmal durchgefallen, alle Minus kassiert. Im Eurostoxx die Situation, Sekunde, warum das im DAX nach oben dann schwieriger wurde, ja. Und das ist, warum wir koordinierende Märkte mit benutzen. Ja, der eine läuft meistens nicht über ohne den anderen. Ich muss noch weitergehen. Ne? Ich bin gar nicht gewohnt, hier so eine Mittagssession zu sehen. Unter anderem auch, sagen wir, aus dem Eurostoxx gleich, oder lasst uns mal erstmal gucken, was oben passiert ist. Genauso aus dem Volumenprofil, bla bla bla, hier, ne, eingezeichnet. Ja, und was sehen wir auf der Oberseite? Also erstens sehen wir in die Oberseite, ja, im Grunde genommen normal reingegangen, 1452 Kontrakte long gegangen. Und was danach mich aber sehr stutzig macht, ist, wenn der Markt so abrupt, ja, guck mal, klack, ja, wird hier mit einem Schlag 1500 Kontrakte hingestellt. An die Spitze hat er null Interesse gezeigt. Ja, wir haben da stehen 0 gegen 26, ja. Das heißt, an die Spitze relativ wenig Interesse und zwar abrupt wenig Interesse. 1700 Kontrakte absorbiert, ja, netto quasi in dieser laufenden Kerze waren es 1500 Kontrakte und schmiert ab. Ja, also das heißt, jemand hat sich aggressiv oben in die Offerseite reingestellt, in die Ask-Seite, ja, der hat sich im Grunde genommen da reingestellt. Jemand hat 1500 Long gehandelt und kommt nicht weiter. Ja, es kann eine Eisbergorder sein, es kann irgendwas anderes sein, was ihn da blockiert, ja, und der Markt kommt nicht weiter, ja, und zwar relativ abrupt kommt nicht weiter, ne? Das ist so ein Zeichen dafür, wir bleiben stehen, ja. So, sagen wir, wie hier unten die Bewegung, wobei, ja, das passt auch, ja, relativ abrupt, gar nicht mehr ein neues Tief gemacht. Und das ist das, was man zum Beispiel mit dem DAX mitlesen kann, ja, solche Geschichten. Ja, wo ist der Eurostoxx? Wie macht der? Wie viele Kontrakte setzt er um? Und das sind so wichtige Informationen, um ab und zu im DAX mit noch mehr Konfidenz in die Märkte reinzugehen. Ja, also wir versuchen diese, sagen wir, korrelierende Märkte, die sind immer omnipräsent. Also das heißt, ich würde niemals einen Trade im DAX machen, ohne auf den Eurostoxx zu gucken. Ich würde niemals einen Trade im Bund machen, ohne auf den Bobble zu gucken. Ja, solche Geschichten. Und das sind, glaube ich, so Informationen, ja, die den Retailern, wenn man für sich allein zu Hause sitzt und ein ganzes YouTube auf den Kopf stellt, um Informationen zu bekommen, diese Informationen fehlen so ein bisschen, ne? Das kriegt man relativ selten zu hören und vor allen Dingen muss man da irgendwie noch trennen, ob das jetzt Blödsinn ist oder nicht. Wenn man es anfängt, dann irgendwie in die Daten umzusetzen, wird es ja auch nicht sofort klappen. Ja, dann wird man wieder anfangen zu sag mal, ja, zu heulen, weil es nicht funktioniert, also ist das falsch, dann wird man wieder ein neues System nehmen. Ja, ich bin ja, ich sage ja immer, egal was ihr für ein System handelt, also wirklich egal bei welchem Coach ihr wart, egal wo ihr was gelernt habt zu handeln, sogar eine sagen wir, beschissen Stochastik-Indikator, ja, der unheimlich schön und gut funktioniert auf dem DAX von mir aus, ja, aber auch auf den anderen Märkten. Wenn ich genügend Zeit investiere, um das zu verstehen, ins Detail reingehe, dann werde ich damit auch erfolgreich sein. Ja, aber wir neigen dazu immer, Woche gehandelt, erste 2 Tage gut, 3 Tage schlecht, neues System. 2 Monate gehandelt, irgendwo was gelernt, irgendwo was abgeguckt, 2 Wochen gut, einen Tag richtig auf die Schnauze bekommen, sofort weggeschmissen, neues System. Und somit kommen wir nicht weiter. Warum wir auf die Schnauze bekommen haben, waren wir vielleicht selber schuld. Was ist passiert? Ja, ist uninteressant. Neues System. Ich komme hier nicht weiter. Ja, also müssen wir lernen,
das, was wir schon haben an Tools, wirklich mal zu sagen, pass auf, es ist ein langer Weg, ich nehme jetzt ein halbes Jahr Zeit, ja, und ich mache nur das, nichts anderes, nicht nach links, nicht nach rechts gucken, und zwar exzessiv versucht zu verstehen, was da ist, ja, und dann wird das auch funktionieren. Genau, gut, auf den Bund brauche ich gar nicht mehr eingehen. Korrelation da hin und her war heute im schöne Trades im Bund heute gewesen, auf der Short-Seite auch, sowie aber auch dann im Nachhinein auf der Long-Seite, als sie die Tiefs hier verteidigt haben, ja. Aber gut, das ist sollte nicht das Thema sein, ja. Egal, was, sagen wir jetzt, das Outcome aus diesem Webinar ist, ist es nicht, um euch zu zeigen, dass wie auch immer, ja, sondern was ich damit sagen möchte, ist, jeder eigentlich, ja, also mittlerweile, eigentlich könnte es jeder schaffen. Ja, jeder könnte Geld verdienen. Ja, wenn unsere Birne nicht im Weg wäre, also der Kopf. Deswegen ist es umso wichtiger, sich auf das Grund und Grundlegende zu fokussieren. Ja, auf die Kleinigkeiten zu fokussieren und sein Handeln in erster Linie erstmal klein zu halten. Ja, also was heißt klein zu halten? Erstmal sich zu entscheiden, ja, vielleicht handle ich nur den DAX mit Hilfe von Eurostoxx oder ich handle nur den Eurostoxx oder ich handle den S&P mit Hilfe von Nasdaq. Ja, das heißt, dass man nicht versucht, alle Möglichkeiten der Welt auszunutzen. Ja, ich handle den S&P, Nasdaq, Öl, Gold, DAX, Bund, was weiß ich was. Hauptsache, ich komme irgendwie in Handel, irgendwann in die Situation und ich klicke und werde befriedigt. Ja, das wird relativ lange dauern. Und wir müssen anfangen, mit denen das, was wir machen, auch auszuwerten, vernünftig durchzugehen. Wieso, weshalb, warum hat das eine Wiederholbarkeit? Ja, wie oft kommt das vor? Ja, wer jeden Tag DAX handelt, der wird dann mit geschlossenen Augen schon verstehen, was da Sache ist. Ja, also im Grunde genommen passiert ja jeden Tag das Gleiche. Ja? Wer jeden Tag den Eurostoxx handelt oder den Bund handelt oder den S&P handelt, wird er verstehen, was da passiert. Jeden Tag das Gleiche. Ja, wir müssen nur uns darauf fokussieren und konzentrieren, ja, und uns damit beschäftigen. Ja, wie ich schon gesagt habe, der junge Händler, der bei mir jetzt gerade ist, der hat jetzt was rausgefunden, ja, wo ich ihm gesagt habe, jetzt, und jetzt musst du, ein unheimlich interessantes Setup, unheimlich leichtes Setup, ja, also keep it simple, also das ist wirklich, bitte, 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 ja, keep it simple. Der Handel ist super einfach, ja, Handel ist eigentlich für Idioten. Ja, der ist super entspannt. Ja, und er hat etwas herausgefunden, wo ich gesagt habe, und jetzt guck doch mal ins Detail rein. Wann kannst du es handeln? Kannst du es im Long handeln? Kannst du es im Short handeln? Zu welchen Situationen kannst du es besonders gut handeln? Das heißt, du kannst viel mehr Size unterbringen. Wann ist das ein Fehlsignal? Ja, also man muss jetzt versuchen, da reinzuschauen, ja, in diese ganze Materie. Und das dauert eben ein bisschen. Ja, genau, ist nicht die schlechteste Methode, ja. Also, klar, nicht die schlechteste, aber also lange, ja, das dauert. Weil Try and Error heißt nicht 2 Tage. Ja, Try and Error heißt 3 Monate. 3 Monate sind weg, wenn das nicht funktioniert. Ja, deswegen, und das ist der lange Weg im Handel, ja. Also, deswegen müsst ihr, egal was, Augen aufmachen, holt euch Coaches, holt euch Mentoren. Ja, ich sage das nicht nur, weil ich sagen möchte, lauft mir die Bude ein und ihr werdet alle super erfolgreich im Handel sein. Überhaupt nicht. Ja, ich kann nichts für. Ich gebe nur den Leuten eine gewisse Linie, Guideline. Und ihr müsst euch selber anstrengen und da drin arbeiten. Und deswegen, also, man muss sich fokussieren, man muss die Sachen ausarbeiten, man muss alles wirklich aufschreiben, man muss alles auswerten, wieso, weshalb, warum und, bevor das Ganze weitergeht. Und irgendwann mal wird einer einen fragen, ja, wie ich damals einen Händler gefragt habe, einen unheimlich guten Händler gefragt habe, sage ich, ein Englischsprachiger gewesen. Sag ihm, gib mir doch bitte einen Tipp. Ja, ich habe mittlerweile, sage ich, keinen Bock mehr. Ne? Weil mal geht's auf, mal geht's nicht auf, mal sitzt man da so happy und denkt, ich kann mir morgen einen Porsche kaufen. Am nächsten Tag denkt man sich, ich kann mir für den Porsche noch nicht mal die Reifen leisten. So, und das ist sein, ne? Sag ich, bitte hilf mir, gib mir doch mal den Tipp. Und er sagt, so aufs Deutsch übersetzt,
dachte, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier mache. Ich tippe einfach, das ist alles Bauchgefühl, ja. So, und ich habe da so im Raum stehen gelassen, ihn irgendwann mal gefragt, gesagt, du, mit der Zeit hat sich diese ganze Arbeit der Auswertung und Analysen alles gemacht. Sagt er so, dass ich muss gar nicht mehr überlegen. Ja, das kommt aus dem Bauch raus. Diese Trades, die kommen aus dem Bauch raus, weil das ist etwas aus dem Unterbewusstsein, was man schon mittlerweile hat. Und da müssen wir hin. Es muss ein Automatismus werden. Ja, Chef immer sagt, das muss ein Automatismus werden. Ja, deswegen nicht mal so, sondern automatisches Abarbeiten. Ja. Gut, Guys, ich bin soweit durch. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ja, also zumindest einmal handelstechnisch, ja, was soll ich euch hier erzählen, wo der DAX morgen stehen wird oder so, was völliger Blödsinn ist. Den besten Spruch, den ich jemals gehört habe, war damals von dem, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der war damals der Leiter der Deutschen Bank, der ganzen Trading Floors. Und der hat gesagt, ein Intraday-Händler, also ein Daytrader, der weiß, wo die Märkte stehen. Das heißt, zu sagen kann, DAX ist bei 17.500, sagt er, den kann ich im Team nicht gebrauchen. So, ihr müsst jeden Tag einfach Formationen durchklicken, die wiederkehrend sind. Und sagt, und mir ist das scheißegal, wo der DAX steht. Bei 20.000, bei 10.000, wie auch immer. Ja, deswegen, ich merke mir das auch nicht, wo der steht. Ja, deswegen macht das auch keinen Sinn, immer so, wo wird der DAX morgen stehen, also interessiert keinen. Das Einzige, was wir machen müssen, ist diesen Moment abfangen, wo wir ein wiederholendes oder ja, immer wiederholendes Muster sehen, identifizieren, klicken, Risiko rein, fertig. Ja, und wenn wir dann noch irgendwann mal die Möglichkeit haben, dass wir jetzt gerade mit dem Volumen zu untermauern, dass wir sagen, echt, da ist super Volumen durchgegangen, das ist der, dann los geht's, das ist unser Spiel, ja, dann habt ihr gewonnen, ja. Gut, Guys, ich bin durch. Ja, Stunde 15, finde ich, schöne Zeit, ja. Ich bedanke mich dafür, dass ihr im Grunde genommen im Webinar war, zugehört habt. Wenn ihr noch Fragen habt, ja, gebe ich euch noch eine Minute, irgendwas reinzuschreiben. Ansonsten lasst uns verabschieden. Nelson, ich bin soweit durch, ja. Ja, sehr gut. Also gerne nochmal Fragen reinstellen. Ansonsten bedanke ich mich bei dir natürlich für das Webinar heute. Wir versuchen das morgen schon, die Aufzeichnung schon online zu stellen. So kann man dann in Ruhe übers Wochenende nochmal alles nacharbeiten und dann entsprechend, wenn Fragen aufkommen, kann auch gerne an FX gestellt werden. Wir leiten das sehr, sehr gerne weiter. Und Genau. Oder unter das Video kommentieren. Ich schaue da auch ab und zu unter die Videos und könnt auch das ein oder andere darunter dann antworten oder ja, sehr gut. So machen wir das. Ansonsten vielen Dank an alle, die dabei waren. Wie du schon gesagt hast, vielen Dank für das Interesse. Dir und natürlich allen Teilnehmern einen schönen Abend noch, morgen einen erfolgreichen Tag und auch einen erfolgreichen Handelstag. Genießt dann auch mal das Wochenende, ein bisschen abschalten. Habe gelesen, es soll schönes Wetter werden, also genießt es. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie dann nächstes Mal wieder dabei sind. Es sind keine Fragen aufgetreten, Sergej, dann können wir also in den super. Feierabend gehen. Also Einen vielen, schönen vielen Dank. Abend. Macht's gut. Schönen Abend. Ciao, ciao. Tschüss.